Resident Evil 6. Fucking body checked. Body check. Der guckt, ich habe keine, ich habe keine Scharfschützen. Oh oh. Aber doch. Hören Sie mich? Adam. So darf es nicht enden. Okay, ich habe 4 Schuss. Ich guck mal, ob ich irgendwie noch was machen kann. Immer anschießen. Was machst du gerade? Ich sehe dich nicht. Ich versuche auf den zu schießen. Oh, keine Scharfschützenmunition. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Wow. Boah, ist das so ein Seil? Kann ich dich auch da runter? Schau ich mal hier. Scharfschützenmunition. Oh, das ist ein grünes Kraut. Yes. Zum Glück stand ich gerade nicht da. Aus dem Weg. Erstmal muss ich diesen einsamen Zombie da abplatt machen. Na, ich muss sagen. So ein Tick-Tack für die Konzentration. Boom. In den Hintern. In den Hintern. In den Hintern. Aber keine Muni. Alter. Also ein steht fest, der macht wirklich keine Zurückweisung. Boah. Du schaffst das schon. Autsch. Dann kommen mal Zombies auf euch. Schnapp mir die, wenn ich die treffen könnte. Jo, ich mir. Oh, der ist umgefallen. Und der hat einen MG. Oh oh. Ich will auch da runter. Oh, Scharfschützen. In den Hintern, in den Hintern. Oh. Aua. Du warst im Weg. Shit! Wow! Wow! Oh! Lass mich da weg! Hilfe! Ja, du schaffst das schon. Uah. In die Fresse. Ja. Ich gebe ihm. Ich gebe ihm nicht mehr. Ich habe keine Muni. Du, gib mir Muni. Ich habe mich geduckt. Mal ein bisschen näher, damit ich euch auch helfen kann. Finger weg von dem. Ist das der Typ? Ich dachte, also. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Da! Haben wir es geschafft? Ich hoffe mal. Dem geht's gut.
Was willst du? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden Sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie ihr nach. Nein, wir bleiben zusammen. Natürlich, okay. Der Nero kommt vor, vor jeder Lady. Genau. Oh Gott, ich konnte überhaupt nichts da machen, ey. Die meiste Zeit. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas, was ich gemacht habe, irgendwie einen Einfluss hatte auf den Kampf. Ich hab nicht wirklich drauf geachtet. Vom Dach! Oh, Abschiedsgeschenk. Wenn wir es erreichen können. Da kommt noch was. Das ist nicht dein Ernst. Er gibt wohl niemals auf, oder? Genug ist genug. Ja. Ich habe das Gefühl, du willst es einfach nicht begreifen, alter Mann. Ja. Sie ist noch ein Plätzchen in der Hölle frei. Und dann steht der Boss, wir kümmern uns um die normalen Zombies. Aua. Aber der hat überhaupt nicht wehgetan. Mal nimm das, du blöder Puppelzombie. Autsch! Ja, sie schlagen. Aua. Ich glaube, das war aber keine gute Idee. Ja. Ach, fuck, es kommen immer neue Zombies. Ja, wieder halt so. Ja. Na, soweit. Ja. Thanks. Ja. Müssen wir auch mal benutzen. Mehr danach kommen noch 5 Phasen. Gehen wir aus dem Weg, Kollege. Oh, es passiert was. Da wird der Magnum ins Gesicht geschossen. Oh, die fangen an, den aufzuessen. Jetzt, los. Praktisch. Weiter geht's. Ja, ihr regelt das schon, ne? Ist der weg? Kisten. Kisten. Oh, was? Kisten? 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 Wo sind Kisten? Da sind Kisten. Das sind Kisten. Dann gib ihn. Bäm. Dem habe ich es gegeben. So, oh, schon wieder Munition. Ich dich aufheben kann. Hast du keinen Platz mehr? Nee. Ah. Verdammt. Oh, warte mal, ich kann noch meinen. Wo? Sag ich wieder 12 Dinger. Ah. Ja, da haben wir schon gemerkt. Erreichen Sie die Landeplattform. Wenn wir nur wissen, wo, ne? Ja. Ja. Und ich sage immer noch, dass dieses Spiel scheiße dunkel ist. Ja. Mein Aufnahmebildschirm ist halt voll hell. Oh, ist denn sicher so? Lade nach.
Ja, Moment, gib mir ein bisschen Zeit. Hier lang. Okay. Alles klar. Ja. Weiter geht's. Oh, so viele Kisten. Ja, mehr Kisten. Ich konnte sogar alles aufheben. Die ich nicht mehr aufheben kann. Warte, Moment, kann ich wohl. Scheiße, jetzt hab ich die Kacke nicht kombiniert. Ich hab schon wieder so ein Fernzünder. Oh nein. Ich will nicht. So, jetzt du. Okay, wollte schon sagen. Ja, ich komm dazu. Oh nein, ich sehe Simmons da hinten. Oh, ab, au. Alles okay. Oh Mann. Verstanden. Muss irgendwann anfangen. Es ist eine riesige Fliege. Okay. Ah, so viele Leute. Mach mal Platz hier. Nimm das, so riesige Fliege. Zwei identische Typen kloppen auf hier. Oh Mann. Mein Gott, verreck doch. Warum ist diese Schrotflinte so kacke? Ja, gib mir eine Sekunde. Ja. Ich möchte ja nicht drängen. Ich möchte ja nicht hetzen, aber. Hilfe! Das ist eine richtige Fliege! Was immer sie tun, es funktioniert! Ich passe auf sie auf! Ich schieße mal immer ins Auge. Ja, ich auch. Oh, keine Muni wieder. Oh, hey, was wollt ihr? Auf Maul. Ah, Helena, was ist los? Okay, ich kümmere mich darum. Dann muss ich wieder anschmeißen, okay. Okay, ich mach schon. Nein, daneben. Eine Sekunde. Wir sind viele Leute. Wir sind viel zu viele Leute. Die alle nicht sterben mit einem Schuss oder so. Ich kann diese Fliege nicht ewig beschäftigen. Also etwas Hilfe bitte. Ich. Und vor allen Dingen, sie sieht fucking hässlich aus. Mein Gott. Geh doch weg, so. Jetzt komm. Nein. Ich muss so ein blödes Quicktime-Event hier machen. 1, 2. Oh mein Gott. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das beim ersten Mal geschafft habe. So, irgendwann müsste sich jetzt eigentlich tun. Oh Mann. Jetzt weg. Ich wusste, du lebst noch. Ja, die Luft ist rein. Hallöchen. Ja, sind auch ein paar. Mein Gott, wie hat denn der angegriffen? Ja, ich krieg dich. Nein. Ja. Okay. Das nachladen. Ich habe so viel Munition gerade verschwendet für diese scheiß Fliege. Muni. Ich habe keine Muni bekommen. What? Hier hoch. Da sind Kisten. Oh, wo jetzt? Dahin. Warum zündet er die an? What the fuck? Er ist eine Superfliege! Ich habe mal eine Menge Augen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin, indem
was er uns aufhält. Ach so, ja. Ich höre nur so. Wow. Ja, hat er voll gebracht. Auf die Beine. Also mal diese Knüppel müssen wir da anschießen. Yes, sir. Ah, hier sind Zombies. Klar. Was zum... Hey. Hey! I got you, man! So, ich muss schon gerade wieder Leertaste und R drücken. Oh, ich kann rückwärts sein. Ja, ja. Okay. Ich kann ja, einfach weglaufen. Okay. Ein Schuss gegeben, jetzt dreht er durch. Mit Schurke. Oh Gott. Ich habe einfach wegbewegt. Ich muss gar nicht mein Dings machen. Ja, und ich war. So, okay. Bam! Brichst deine Beine. Der lebt noch. Ja. Leon, Achtung! Oh. Mann. Nein, ich will nicht das Menü öffnen. Au. Das war ich. Da eigentlich wollte eigentlich Dings einsetzen. Danke. Ah. Komm an. Oh, ein paar Sachen hier. Nein. Los. Wow. Oh, ein Bein ist ab. Sehr gut. Ah, der schützt seinen Kopf. Oh. Ich habe ihn voll ins Auge geschossen. Ich wollte schon sagen, was ich mit diesen Dingen auf sich hat, ey. Ein Blitzableiter. Ein Blitzableiter? Wird dann absorbieren, ein ja. Ja, diese Dinger. Oh, du musst halt weit. Wo muss ich das hinbringen? Ja, auf ihn nehme ich mal. Na, versuch mal jetzt, oder? Wenn er geschwächt ist, irgendwie. Halt ihn beschäftigt, irgendwie. Oh, kannst du mal machen? Oh, okay. Ja. Oh. Mein ganzes Magazin reingeballert. Ich habe da eine Granate reingesteckt. Oh, oh, sehr gut. Ausgezeichnet. Noch so ein Ding, okay. Kannst du weg. Da hat er mich doch getroffen. Wow. Ich stieg's mal ganz langsam ab. Ja. Ja, wir müssen erst mal ein paar Beine von denen abhacken. Okay. Bin schon an am Arbeiten. So. So, jetzt versuch mal.
Was soll ich mal? Ich mach mal. Ah, geh weg. Der versperrt mir den Weg mit seinen Armen. Ich steck ja fest. Nein. Hilfe. Lass mich raus hier. Ich steck hier fest. Ich bin genau da, wo den sein Arm jetzt gerade ist. Oh Mann. Aua. Da war ich auch noch geklatscht von dem. Aber beim nächsten Mal. Pack das Ding schon mal da in der Nähe. Also nicht stören, ich gehe nur kurz hier vorbei. Ja. Steht das Ding schon mal hier. Aua. Ich wollte es ja nehmen. Ich kann es nicht mitnehmen. Granate. Aua. Schlägt er mich einfach. Ich kann das machen. Brech deine Kniescheiben. Ja, seine bronzene Kniescheiben. Kennst du die bronzene Kniescheibe? Ja, ja. Zwing mich nicht, die zu benutzen. Ja. Blöden. Ja. Da liegt er! Schnell, stabil dir! Leon, der Blitzerfleischer! Wow! Irgendwie liegt er aber nicht am Boden. Ich brauche Hilfe. Nicht am Boden. Hier. Danke. Tick-tack. Ich glaube, es ist Zeit für ein Erste-Hilfe-Spray, wenn ich immer nur wüsste, wo die sind. Dann ist er aber sofort wieder aufgestanden. Ja. Ich habe keine Pistolenmunition mehr. Oh nein. Warte. Oh nee, ne? Nein. Ich gehe einfach rein. Ich kletter auf ihn. Ich werfe eine Granate rein. Der Blitzableiter ist genau unter ihm gewesen. Scheiße. Wir brauchen also diesen komischen Blitzableiter. Ja. Aber der liegt genau da, ne? Verdammt. Steht auf ihn. Ich kriege ihn nicht. Geh nochmal da rein. Keine Ahnung. Ist er tot? Keine Ahnung. Irgendwie tut sich gerade nichts. Bei mir auch nicht. Von mir geht langsam die Munition aus, war alles. Ja, mir auch. Oh, was ist denn los? Ey? Was müssen wir machen? Ja. Geh mal weg. Aua. Boom. Ja, wir müssen wahrscheinlich den Blitzableiter benutzen, aber der liegt genau auf den. Nein. Nein, wenn du sagst, sag mir nicht, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Mach das Ding auch. Geh runter von dem Ding. Nein. Siehst du den? Der liegt genau hier. Ja, ich sehe ihn. Dropkick. No. Wer weg dich durchs Stück? Ah, Moment, es passiert was. Okay. Gut, warte mal. Ich bewege den mal da weg. Ja. Oh, schneller, 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 schneller. Na, das gefällt dir nicht, ne? Ja. Ja, hast genug? Hast genug? Ich hab keine Munition mehr. Ja. Lass mich in Ruhe, du blöder Zombie. Nimm das, du überdimensionale fucking Riesenmotte. Jetzt! Leon, der Blitzableiter! Okay.
Rein da. Was? Ich bin abgeprallt. Wie bin ich an den... Was muss man denn machen? So, jetzt, oder? Ich habe den Blitzableiter in der Hand. Ja, aber ich bin mal den in seinem Mund gerade abgeprallt. Los, geh in die Mitte. Versuchen wir jetzt. Gut. Ganz langsam. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo steckt man natürlich Ding an? Ja, an der Seite. Wahrscheinlich in die Augen, die noch nicht kaputt sind oder so. Hier rein. Gar nicht zu. Ah! Au. Au. Was los? Hast du gesehen, dass der Blitzableiter gerade geleuchtet hat? Ja. Meine Munition. Ja, ich glaube, ich habe gerade ein Auge kaputt geschossen. Ich glaube, wir müssen einfach alle Augen hier kaputt hauen. Helena, der Blitzableiter! Ja. Keine Muni. Keine Muni. Ganz schön ruhiger finaler Kampf jetzt. Ja. Weil das Spiel irgendwie nicht wahrscheinlich denkt. Was machen die beiden Idioten da? Ich meine, wir müssen das Ding anschießen, wenn das in den drin steckt. Ja, wo, ne? Ja, wo? Nein! 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 Nein. Oh. Oh, nette Brille. Nette Brille. Okay, versuchen wir noch mal. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Final Boss da platt machen. Wir kriegen sowieso die Munition aus. Wir müssen zum Helikopter. Oh Mann. Noch vor dem Kampf. Okay. Also erstmal auf die Beine schießen, damit der umfällt. Ich nehme an, wir müssen auf die ganzen Augen da schießen, weil ich habe gerade eins der Augen angeschossen. Dann ist er wieder ausgeflippt. Ja, das ist der Typ, der ich getötet hat, glaube ich. Der mit der Brille. Ja. So, ja, guck mal, wie viele Augen der jetzt hatte. Der hat er vorher nicht gehabt. Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Oh, ich habe wieder so viel Munition. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Heli. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Oh, Beine da. Dann war raus, was davon die Beine sind. Ja. Was davon sind Beine? Prallt ab. Ich hab eins. Warte. Ich sehe keine Schwachpunkte. Da, der wollte mich gerade schlagen, der Zombie. Ah, da! Oh! Ja, dann hat er vorhin auch gemacht. Oh Gott! Drei Zombies auf einmal auf mich losgegangen, echt. Alle ausgewichen. Das wird dann absorbieren, ein schöner Schock. Oder müssen wir da damit ein Zombie irgendwie aufspießen? Ja, ne. Ja, na klar! Oh. Wir, müssen,
Oh, wenn er dann die absorbiert, dann kriegt er den Schock ab. Jetzt habe ich es kapiert. Clever. Oh, ich bin so klug, ey. Ich bin so klug. K-L-U-K. So, schluck das Ding. Ja, schluck es. Ich glaube, dafür muss er erstmal auf seine Beine fallen. Gleiche Sache. Nimm. Stirb, überdimensionales Pokémon. Okay. Ja, da ist ein Zombie im Weg. Granate! Ich wollte auch gerade eine werfen, aber. Nein, ich wollte heilen, nicht rollen. Das absorbiert der Teil, ja. Er hat es absorbiert. Oh nein. Oh Gott, es steckt in seinem Auge. Da ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Ja. Oh. Oh nein. Ja, das lief schon ein bisschen einfacher. Ja. Erwischt, Bastard. Erreichen Sie die Landeplattform. Auf zum Heli. Der Boden ist instabil. Okay. Wo müssen wir hin? Ja. Keine Ahnung. In den Kisten. Nee, das sind Mülltonnen. Mein Fehler. Was dasselbe. Da hoch. Ja. Lauf, 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 lauf. So, ich muss mich doch hier umschauen. So, Helikopter erreicht. Rein da. Rein da. Raketenwerfer. Wieder ein Raketenwerferfinale. Hallöchen! Ich lebe immer noch. Ich bin eine überdimensionale große Fliege. Oh, Raketenwerfer. Nimm den Raketenwerfer. Oh, ich habe auch einen. Yes, Sir. Aufs Auge. Piu. Ich glaube, das war's. Ja, das sieht ja gut aus. Ja. Das ist ja wie in JoJo's Bizarre Adventure. Ja, perfekt. Die Säule färbt sich rot. Ja. Oh nein. Ist es etwa das Zeichen von... Symbolisch. Umbrella. Für meine Schwester. Ja. Na los, auf zum Hubschrauber. Mann. Okay. Jetzt nichts wie weg hier. Welchen jetzt? Rainer. Danke. So, alles einsteigen. Was ist das denn? Ist das Eldas? Hm. Oh, danke schön. Bitte sehr. Muss mich auch ein bisschen zurecht machen. Beweise für Simmons Schuld. Oh cool. Für ihre Unschuld.
Und für deine. Unsere Unschuld. Yeah! Und für deine. Helena. Gute Nachrichten, hallo. Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Roger, können wir das später machen? Zurück. Bis später. Dann los. Ja, wir sollten erstmal hier runtergehen. Ja, können wir das bitte später klären? Jetzt klettert der Simmons hoch mit der Säule in seiner Brust. Ja. Auf geht's. Und schon wieder sind wir am Fliegen. Ja. Ich passe aber auf, dieses Mal werde ich den Helikopter nicht zu Schrott fliegen. Ja. Ah, das ist wunderschön. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. No. Yeah, wir haben die Leon-Story abgeschlossen. Sehr cool. Ah. Ja, wenn man so ein bisschen weiß, wie der finale Boss funktioniert, dann macht es das ein bisschen einfacher, habe ich so das Gefühl. Ja, so ziemlich. Boah. War ja voll einfach dann. Ja, aber wir haben jetzt ja auf Schwergestell gespielt. Wir sind das ein oder andere Mal gestorben. Ja, ja. Aber hey, wir sind fertig mit der Leon-Story. Ja. Was das heißt, die nächste Story. Und die nächste Story wird Bruce Redfield. Ja. Und der läuft gegen Wände. Und Pierce, wie auch immer er mit Nachnamen heißt. Ja. Brosnan. Ja, und Chris Redfield, der läuft nicht nur gegen Wände. Hunter. Sondern auch gegen alles andere, was ihn töten könnte. Ja. Cool. Und ja, Chris Redfield, ich glaube, der Charakter, der am häufigsten in den Resident Evil Spielen aufgetreten ist. Weiß ich nicht, kann sein. Erster Teil, fünfter, sechster. Ja, in Code Veronica war auch dabei gewesen. Kommt er nicht auch in den ganz neuen Teil irgendwie vor? Ja, in Resident Evil 8 war er auch dabei gewesen. Wir sind in Revelations war er auch. Ja. Weiß nicht, ob er auch im zweiten Revelations Teil dabei war. Aber ich weiß auf jeden Fall, welcher Charakter sowas von überflüssig ist und auch unbedingt mal wieder in den Resident Evil Teil reinkommen sollte. Ja. Rebecca Chambers. Nee, kam auch im ersten Teil vor, oder? Echt? Und in Resident Evil Zero. Hm. Ist auch einer von den Stars, glaube ich, ne? Richtig, sie gehörte zum Bravo-Team. Ja. Ne, warte, ja, das heißt nicht Stars, sondern Stars. Das muss man so sagen. Wir sollen mal Wesker wieder zurückbringen, ey. Ja. Und er ist anscheinend ganz tot. Ich meine, ist er ja nicht so, als ob er irgendwie gestorben ist, oder? Ohne zu spoilern. Ja, der ist ja ein... Weiß nicht. Hattet ihr nicht ein ganz schlimmes Schicksal gehabt? Ja, ja. Hat einen kleinen Vulkanunfall. Mhm. Zwei Raketenwerfer ins Gesicht. Ja. Dann dazu noch die Hitze. Ja. Ist keine gute Kombination. Ja. Der wird das schon überleben. Ja. Wenn ihr einen Typen hier etwas überleben lassen könnten, dann ihn in der Situation. Ich habe gerade Pierce Nachnamen gesehen. Pierce Nevens, so heißt er. Oh, okay. Aber werden wir wahrscheinlich herausfinden noch. Ja, sobald wir mit der Chris-Kampagne anfangen. Ja, was der nächste sein wird. Ja. Und dann geht's weiter mit Jake. Ja. Und dann mit Ada. Ja. Und dann sind wir fertig. Laura Bailey, Huey Lowenthal, alles bekannte Synchronsprecher, aber die englischen Version. Ah, super. BSAA.
Ja, hier sind die BSAA. Ach so, irgendwie so. So random BSAA-Leute. Ach so. Ach, die sind doch völlig unnötig. Die sind doch eh alle tot. Ja. Facial Scan Cast. Yeah. Weiß gar nicht, ob wir uns das überhaupt hier anschauen sollten. Ja, so alles hier die Crates. Wir werden die wahrscheinlich Ahnung. noch dreimal sehen. Weiß ich nicht. Weiß ich, wir sehen ja so ein paar Clips hier von Helena und Leon. Ja, von Leon. Vielleicht sehen wir noch den einen oder anderen Zombie. Ja. Oder nicht. So, einmal können wir das mal durchlaufen lassen. Beim nächsten Mal können wir die ja überspringen. Oh ja, und ich habe den Ton verloren. Nein. Wir haben keinen Sound mehr. Oh. Ich kann nichts überspringen. Ja, ich kann bei mir überspringen drücken. Ja, dann drück mal auf überspringen. Vielleicht funktioniert es ja. Ah, okay, hören wir uns. Gucken wir uns die Credits beim letzten Ding nochmal an. Okay, Dokali. Was passiert jetzt? Oh! Und ich habe keinen Ton mehr. Nein! Ich hoffe, es wird nicht so viel gesagt. Ah. Deborah Harper. Es ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Es ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Dankeschön. Ja, kein Problem. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay. Was? Dann hier bitte. Meine Rolle. Eine Knarre? Die Untersuchungskommission hat die Beweise. Die Untersuchungskommission hat die Beweise durchgeführt. Sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Ja, es wird nichts davon in die Öffentlichkeit. Aber nix. Aber getan. Der Präsident hätte das Gleiche getan, bevor ich ihn erschossen habe. Also niemand merkt, dass jetzt irgendwie da was passiert ist hier, ein Virus ausgebrochen ist. Ich bin ziemlich sicher, einige Leute werden das bemerkt haben. Ja, das hat niemand gemerkt. Der Präsident lebt noch. Leon. Für dein Make-up. Wenn Sie sie wiedersehen. Ja. Oder das. Ja, genau. Wenn ich sie wiedersehe, gebe ich sie zurück. Frauen. Ja. Das sagte er auch schon in Resident Evil 4. Da bin ich so als. Ja, als wir halt die Insel erreicht haben, das sagt er auch so, Frauen. Yeah, immer Ärger mit den Frauen. Cool. Boom. Dein B. Sehr gut. Es kann nur aus 8 Fähigkeiten gewählt werden. Okay. Sie haben eine Erkennungsmarke erlangt. Okay. Ja, dann haben wir das geschaffen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Ja, also, bis dann und ciao. Ciao, ciao.